Heimat. Was liegt in diesen beiden Silben? In Gedanken an die Heimat umarmen sich alle unsere guten Engel. Von Otto Ludwig. Zum Geleit. Unsere Heimat ist reich an Naturschönheiten und vielfältigen Zeugnissen des Wirkens vieler Generationen. Alles, was uns aus der Vergangenheit entgegentritt, sind Zeichen tätiger, verändernder und sich selbst verändernder Menschen, die den Boden für unser Leben bereitet haben. Echte Heimatliebe kann nur aus der Achtung der Leistung unserer Vorfahren wachsen. Wir befinden uns heute hier im Gemeindehaus oder Mehrzweckgebäude Herbert Zwind und wir stellen einen Vortrag der Geschichte Bockstadt Herbert Zwind von den Kelten bis ins 21. Jahrhundert. Ich bin der Herr Jörg Schwarze, bin Ortsteilbürgermeister der zwei Ortschaften Bockstadt Herbert Zwind und leite das Programm. Die Chronik der Gemeinde Herbert Zwind Bockstadt. Unsere engere Heimat, das dem Thüringer Wald südlich vorgelagerte fränkische Hügelland, ist altes Siedlungsland, was zahlreiche Funde aus der Frühzeit auf der Harrasser Leide, dem Gleichberggebiet und dem Werratal belegen. Zwischen 700 und 500 vor der Zeitrechnung beginnt die organisatorische Besiedlung unseres Gebietes durch die Kelten, die bis zum 1. Jahrhundert vor der Zeitrechnung andauerte. In den ersten drei Jahrhunderten vor der Zeitrechnung wurden die Kelten durch den Norden rückende Stämme der Germanen verdrängt. Um 400 unserer Zeitrechnung taucht in unserer Heimat der Stamm der Thüringer auf, der sich aus verschiedenen Völkergruppen in den Wirren der Völkerwanderung seit 375 vor Christus gebildet hat. Ja, mein Name ist Heiko Heine, ich bin der Museumsleiter von Eisfeld und natürlich zählt zu Eisfeld auch Bockstadt dazu. Und wir haben heute Abend im Zuge der 675-Jahr-Feier der Gemeinde Bockstadt einen Vortrag gehalten, zusammen mit dem Bürgermeister, dem Jörg Schwarze, über die geschichtliche Entwicklung des Ortes von den Anfängen um 800 bis in die heutige Zeit. Die Ersterwähnung von Bockstadt und Herbert Zwind ist historisch umstritten und deshalb nicht eindeutig festzulegen. Sicher jedoch dürfte sein, dass beide Orte bereits wesentlich früher existierten, als es die heutigen Quellen ausweisen. Im Zusammenhang mit einer Akte des Kloster Fulda aus dem Jahre 860 ist die Rede von einer Ansiedlung namens Bockholfistadt, was auf Bockstadt hindeuten könnte. Ob es jedoch wirklich sich dabei um diesen Ort handelte, ist bei den Historikern bis heute umstritten. Das Interesse war eigentlich in den Ortschaften oder in dem Gebiet von Geschichte her immer groß. Und wir haben uns vorher auch zusammengesetzt, was können wir den Leuten präsentieren. Dazu haben wir, wie gesagt, auch über ein Jahr recherchiert in Staatsarchiven wie Coburg, Meining, in Eisfeld. Und wir wollten ganz einfach das Interessante, was wir denken, was wissenswert ist, den Menschen zukommen lassen. Herbert Zwind dürfte in der Zeit der späteren Besiedlung durch aus dem Saale-Oller-Gebiet einwandernden Slawen, sogenannten Wenden, entstanden sein. Wenden des Herbart. Diese slawischen Ansiedlungen werden von der fränkisch ansässigen Bevölkerung assimiliert. Die Leute identifizieren sich eigentlich mit ihrem Ort sehr stark und das merkt man einfach daran, dass Bockstadt ja, ein Dorf ist, das lebt. Da gibt es eine Dorfweihnacht, da gibt es ein Oktoberfest, ein kleines. Und da ist ein echter noch Zusammenhalt da und deswegen nicht nur Identifikation, sondern auch die leben auch wirklich ihre Dorfgeschichte. Und da ist es natürlich auch schön, wenn man dann zurückschauen kann und gerade wenn so ein bedeutendes Objekt wie das Schloss Bockstadt heute noch steht, zwar als Ruine, aber es steht eben noch, dann beschäftigen sich die Leute sich schon damit und wollen natürlich auch wissen, wie war es und wie wird es vielleicht auch mal sein. Im Jahre 1889 siedelte sich der Freiherr Baron Hermann August Alexander von Münchhausen als der neue Besitzer des Rittergutes Bockstadt an und begann mit dem Bau des neuen Schlosses, das 1904 abgeschlossen wurde. Der Schlosspark wurde angelegt, Lindalleen und ein Gestüt zur Zucht von Vollblutpferden entstand. Das Gestüt entwickelte sich aufgrund der günstigen Bedingungen bald zu einem der
bekanntesten deutschen Zentren der Pferdezucht und brachte etliche berühmte Rennpferde hervor. Sie kennen ja alle den Lügenbaron und der hat noch zwei Brüder gehabt und daraus besteht im Prinzip die weiße, die schwarze und die schwarz-weiße Linie. Wir sind die schwarze Linie und somit ist Hermann August, Freiherr von Münchhausen, ein, ich sag mal, indirekter Nachfahre des Lügenbarons. So, und wir werden immer wieder gefragt, was Münchhausen, hier hat der Lügenbaron gewohnt. Und dann erklären wir halt, wie das Ganze zusammenhängt in Bockstadt mit der Münchhausenallee. Ne? Und dann sind sie auch recht zufrieden. Meistens kommt das Geschmunzelte, wie, ach, der ist wohl auf der Kanonenkugel hierher geflogen und so. Und, aber zum Schluss verstehen sie die ganze Geschichte und Chronik, wie das mit unseren Münchhausen zu tun hat. Der 30-jährige Krieg brachte der Pflege Coburg, zu der auch das Amt Eisfeld gehörte, besonders ab dem Jahre 1634 unsägliches Leid. Unser Gebiet war bevorzugtes Durchzugs- und Einquartierungsgebiet der unterschiedlichsten Truppen aller Kriegsparteien. Tausende Einwohner mussten vor den Plündernden und Mordenden Soldaten der Städte und Dörfer verlassen, verhungerten oder sie sind einfach ins Elend gegangen. Viele Dörfer blieben noch jahrelang nach Kriegsende 1848 wüst und leer stehen. So wurde auch eine Frau von Herbert Zwind am 12. Mai 1630 zusammen mit zwei Frauen aus Krock in Eisfeld als Hexe vorher geköpft und hernach verbrannt. Jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, und wir leben Geschichte heute, ist natürlich wichtig, dass unsere Nachfahren, also die, die nach uns kommen, wollen natürlich auch sehen, wie ist es den Leuten damals ergangen. Und da ist es immer wichtig, dass wir unser heutiges Wissen natürlich auch für die Nachwelt bewahren. Das heißt, wenn wir heute eine Chronik schreiben, dann nehmen wir ja auch Bücher in die Hand, beziehungsweise Quellenmaterial. Und wenn wir heute nichts aufheben, also was uns heute wichtig ist, oder die Bilder zusammentragen, die es aus unserer Generation gegeben hat, dann können natürlich die Leute in 100 Jahren auch nicht irgendwann mit aus unserer Zeit etwas erzählen. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, also heute auch anzufangen damit, Dinge aufzuheben, zu bewahren. Und selbst wenn es nur einfach, das muss nicht das Original sein, das reicht einfach ein digitales Bild, einfach nur in ein Museum zu geben, die es digitalisieren, aufheben für die Nachwelt und dann dadurch, sage ich mal, auch dem Vergessen entreißen. Selbst wenn dann auch manchmal Kinderbilder drauf sind mit alten Faschingskostümen, die man nicht unbedingt sehr gerne sehen möchte. Aber sie sind dann zumindest noch da und das auch in 200 Jahren. Ausgedehnten Wälder haben Südthüringen nicht nur seit Menschengedenken geschmückt. Sie waren auch die Lebensgrundlage für das einstige Henneberger Land. Später die Herzogtümer Sachsen-Coburg-Gotha und Sachsen-Meiningen. Und stellt insbesondere den Hauptanteil von deren Staatsvermögen dar. Die Quellen geben Auskunft über Herrschaftsgeschichte und die großen Ereignisse, die sich auf nationaler Ebene zugetragen haben. Wer sich ein Bild machen will von den Herbert Zwinder Ahnen, von der Stillung, in der sie ihr Dorf gehalten haben und von der Lebensart, die sie für sich und ihre Familien erreichten, der wird in den Archiven nicht fündig werden. Die Dorfchronik der zwei Orte liegt mir auch am Herzen. Ich bin eigentlich kein gebürtiger Bockstadter oder Herbert Zwinder. Ich bin vor 14 Jahren in die Orte, oder ich habe mich in den Orten eingelebt. Und nach einigen Zeiten habe ich halt so einiges erfahren, wie das in Bockstadt der Herr Baron Münchhausen gelebt hat, dass es einen Grenzübertritt gab vom Herrn Weinhold in den 70ern. Und die Dörfer haben eigentlich noch viel mehr Geschichte im Verborgenen und die wollen wir weitergeben an Interessenten. Ich wünsche dann jedem noch ein gutes Nachhausekommen.